seien der Kreis C mit Zentrum M, dessen Koordinate 0, 4 ist, und mit Radius klein r gleich 2, und die Gerade D mit kartesischer Gleichung y plus 3 gleich 0. Bestimme die Kreise, die den Ursprung enthalten und die Tangent zu C sowie zu D sind. Hier die Angaben. Wir haben den Kreis C mit Zentrum M, dessen Koordinate 0, 4 ist, und mit Radius 2. Wir haben auch diese Gerade D mit kartesischer Gleichung y plus 3 gleich 0 oder auch y gleich minus 3. Wir suchen den oder die Kreise K, die diese drei Bedingungen erfüllen. Nennen wir das Zentrum Z mit Koordinate AB und den Radius groß R. Was wir suchen, sind die drei Zahlen A, B und groß R. Die erste Bedingung besagt, dass der Ursprung O mit Koordinate 0, 0 zu solch einem Kreis K gehören soll. Ich zeichne das Ganze mal. Hier ist das Zentrum Z mit Koordinate AB und hier ist der Kreis, der dieses Zentrum hat und der den Ursprung enthält. Aus dieser Eigenschaft können wir schließen, dass der Abstand zwischen Z und O der Radius groß R von diesem Kreis K sein muss. Die Distanz zwischen Z und O ist gleich zu groß R. Die Distanz zwischen zwei Punkten erhält man durch die Quadratwurzel von Differenz der Abszissen im Quadrat plus Differenz der Ordinaten im Quadrat. Also hier die Distanz zwischen Z und O, das ist die Quadratwurzel von Abszisse A minus Abszisse 0 im Quadrat plus Ordinate B minus Ordinate 0 im Quadrat. Und das ergibt Quadratwurzel von A Quadrat plus B Quadrat. Diese Gleichung nehmen wir beidseitig im Quadrat und so erhalten wir eine erste Gleichung, die die drei Unbekannten A, B und groß R enthält. Übrigens, diese Gleichung hätte man auch erhalten durch einfache Anwendung vom Satz des Pythagoras in diesem rechtwinkligen Dreieck. A Quadrat plus b Quadrat gleich r Quadrat. So. Jetzt die zweite Bedingung. Der Kreis oder die Kreise K soll tangent zu d sein. Ich stelle das hier mal so ungefähr ein. So. Der Kreis K ist tangent zu dieser Geraden d und demzufolge muss die Distanz zwischen dem Zentrum Z und dieser Gerade D gleich zum Radius groß R sein. Die Distanz zwischen Z und dieser Geraden, das ist diese Zahl B plus diese Distanz 3. Also finden wir so, dass B plus 3 gleich R sein muss, woraus wir diese Gleichung schließen, b gleich r minus 3. Hier haben wir eine zweite Gleichung, sie enthält die Unbekannten b und r. Jetzt kommen wir zur dritten Bedingung, k soll tangent zu c sein. Auch das versuche ich hier einzustellen. Ungefähr so. Und diese Eigenschaft hat als Konsequenz,
dass der Abstand zwischen Z und M, also dieser Abstand, gleich ist zu Radius groß R plus Radius klein r, also groß R plus 2. Den Abstand zwischen Z und M berechnen wir durch die Quadratwurzel von Abszisse A minus Abszisse 0 im Quadrat plus Ordinate B minus Ordinate 4 im Quadrat, also so. Hier nehmen wir beidseitig das Quadrat, erhalten somit diese Gleichung, dann rechnen wir noch diese zwei Quadrate aus, vergessen aber die Doppelprodukte nicht, so erhalten wir diese Gleichung und die führt sofort zu dieser Gleichung, die wir 3 nennen. Da haben wir eine dritte Gleichung, sie enthält alle drei Unbekannten a, b und groß E. Jetzt werden wir die drei Gleichungen 3, 2 und 1 mischen und können folgendes schlussfolgern. Hier steht a² plus b². Das können wir ersetzen durch r². Und dieses b können wir ersetzen durch groß R minus 3. So stoßen wir auf diese Gleichung, die nur noch die unbekannte R enthält. Wir sehen auch, links und rechts vom Ist-Zeichen ist der Term R² vorhanden. Wir können diese beiden also streichen. Jetzt verteilen wir minus 8 auf diese Klammer und das führt dann sofort zu groß R gleich 3. Aber wenn groß R 3 ist, dann ist klein b durch Gleichung 2 gleich zu 3 minus 3, also klein b ist 0. Wenn groß R 3 ist und klein b 0 ist, dann ergibt die Gleichung 1, a² plus 0² gleich 3 Quadrat, also a² gleich 9. Und demzufolge muss a plus oder minus 3 sein. Wir haben also für a zwei Möglichkeiten gefunden. Ich lösche mal diese Strecke, auch diesen Kreis, sowie dieses Zentrum Z. Wir haben herausgefunden, dass die Abszisse vom Zentrum der gesuchten Kreise k plus oder minus 3 sein kann. Wir haben also als Zentrum den Punkt mit Koordinate 3, 0 und der Radius ist 3. Somit haben wir einen ersten Kreis gefunden. Wir finden einen zweiten Kreis, das ist der Kreis, dessen Zentrum als Koordinate minus 3, 0 hat und dessen Radius 3 ist. Somit haben wir also diese zwei Kreise K1 und K2 gefunden. Dieser Kreis K1 hat als Zentrum minus 3, 0 und als Radius 3. Demzufolge ist seine kartesische Gleichung x minus minus 3 im Quadrat plus y minus 0 im Quadrat gleich Radius 3 im Quadrat. K2 hat als Zentrum 3, 0 und als Radius 3. Die kartesische Gleichung von K2 ist also x minus die Abszisse 3 im Quadrat plus y minus die Ordinate 0 im Quadrat gleich Radius 3 im Quadrat. Effektiv sehen wir, dass diese zwei Kreise den Ursprung enthalten. Sie sind beide tangent zu D und sie sind auch beide tangent zu diesem Kreis C.